Du bist dran. Alles klar, dann bewege ich mal mein Tibrot. Was soll das? Was soll was? Na, dein Würfel ist falsch. Was? Ja, dein Würfel ist falsch. Nee, der ist echt. Ach du Depp, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Und wie dann? Na, die Augenzahl stimmt nicht. Nö, die sind korrekt aufgemalt. Ich meinte die Augenzahl für den TMM. Nö, die 6 ist korrekt angelegt. Das passt. Quatsch. Ja, die stimmt. Nein, da gehört eine 1 für eine Bewegung hin. Du hast dich doch gerade bewegt. Blödsinn. Nein, das ist doch kein Blödsinn. Du hast doch deinen Mac bewegt. Von wegen, ich habe mich doch gar nicht bewegt. Aber natürlich. Nein, habe ich nicht. Basti, ich habe doch genau gesehen, dass du deinen Mac bewegt hast. Genau genommen nicht. Wieso? Also ich habe nur 0,5 Zoll mein T-Brot bewegt. Genau, und das ist ja kein ganzer Zoll, das ist keine Bewegung. So ein Unfug. Das stimmt nicht. Was? Moment, du hast dich nur 0,5 Zoll bewegt? Ja. Dann ab zurück zur Ausgangsposition. Warum das denn? 0,5 wird bei Alpha Strike abgerundet, also zurück zu deiner Ausgangsposition. Du hast also quasi null Bewegung. Na, bin unter ein Zoll geblieben, also alles richtig gemacht. Sag ich doch. Nein, du musst dich einen ganzen Zoll bewegen und nicht einen halben. Na, die 0,5 passen doch, ist doch unter diesem Zoll. Also alles richtig. Nochmals, die Mindestbewegung ist ein Zoll. Und keine 0,5 Zoll. Das ist kompletter Schwachsinn. Steht doch so im Regelwerk. Ja, sonst brauche ich mich doch auch nicht komplett bewegen. Da muss ich doch nicht die komplette Reichweite aus Bewegungsreichweite nutzen. Da kann ich doch auch 5,5 machen. Ja, aber nicht bei der Mindestbewegung. Ah, das ist doch völliger Blödsinn. Los, geh zurück mit deinem T-Boot. Nee. Wieso? Neue Hausregel. 0,5 gleich 0 Bewegung.